Jetzt. Ach, er kann doch was. Ich wollte eigentlich gerade das... Hey. Ich bin irgendwie zu... Die Musik hat so ein bisschen was Mediterranes. Boah. Das kostet ja erstmal den halben Lebensfutterbalken. Hat schon mal gerne Sachen gehauen. Na, ich hau mal einen Heiltrank hinter. Das kann nur gut sein. Need a little health. Das hat ihn an. Oh, der kann ja gar nichts. Den ich mal früher wegtrinken sollen. Die Kombo sieht jetzt ganz witzig aus, aber die macht leider überhaupt keinen Schaden, ne? Das sind beides so eine eher schmächtigen Typen, ne? Aber Abano sieht zwar immer in seinem komischen lila Anzug und so ein bisschen fetter aus, aber eigentlich ist er doch relativ schmächtig so im Vergleich zu den anderen. Also zumindest ging er zu Kuse. Geh halt drauf, meine Fresse. Die Wand war nicht billig? Naja, die kann man aber ersetzen. Irgendwie geht er zu den Handknochen. Muss ich mal. Der Boss ist wahrscheinlich schon weg. Kuro. Allgemeine Namensänderung? Wahrscheinlich wieder Persekut weg zu Dingsbums? Das ist ja was vom Potenzial. Jetzt fängt er wieder an, über das Yakuza-Leben zu jammern. Es wird hier Majima noch retrospektiv und denkt daran, dass sie alle Freunde, die auf dem Weg getroffen hat. Oh. Der Jaguar ist da. Das ist ja lieb. Das ist ja lieb von Abano, sich davor zu werfen. Eine komische chinesische Pistole war. Nett. Wollt ihr mal her?
Ich glaube, ich brauche mal einen Baseballschläger. Shimano ga shimatsu shita hasu no otoku ga kou made ore ni tate tsuite kuru to na. Majima. Was? Das war Shimanos Projekt? Achso. Amano mo tsukaemon ni naranaku natchimatta. Shimano mo kesanakya narane. Mendo bagari da. Dojima. Sohe. Die Namen sind verwirrend. Soko ni iru otoku wa. Ist der teuerste Attentäter in ganz China, in Asien. Er will das tiefste Loch der Hölle ziehen. Und Dojima gibt es. Das war ein richtiger Endboss-Move. Er hat anscheinend großes Vertrauen in Laogai. Für den war ich wahrscheinlich alle Heiltränke, die ich so hab. Ich meine, Dojima ist ja wahrscheinlich irgendwie zu alt, um irgendwie vernünftig zu kämpfen, oder? So groß ist der Flur gar nicht! Oh! Wie halten diese Dinge eigentlich zusammen? Also, ich meine, der hält die so in der Hand, aber wie hat er denn davon? Oh, der hat sogar einen blauen Lebensmittelbalken. Na gut, er hatte einen blauen Lebenspunktebalken. Oh, der hat einen Stil, den kenne ich noch gar nicht. Der hat so ein. Der hat lila. Ich habe noch nie lila gesehen. Wie cool. Ja, der sieht ein bisschen aus wie ein Zombie. Aber. Wahrscheinlich ist er auch einer, aber. Ich habe noch nie lila gesehen bei irgendeinem Gegner. Oder das Schwert auf einmal her! Und die Pistole! Also man merkt übrigens, dass wir auf einfach spielen, fällt mir gerade so ein. Weil ich spiele eigentlich für die Story und nicht für das, für die Kämpfe. Also ich könnte mir vorstellen, dass du in einem Laogai könntest du richtig sterben. Wenn Dani aufpasst. Oh, ich hab's ein Schwert. Cool. Sieht sehr eindrucksvoll aus. Stopp, sagt auf. What? Was ist los? Wenn wir nach oben zu drücken, das finde ich nicht gut. Nicht schlecht. Versteht Majima eigentlich irgendein Wort davon? Dummer Mann. Ich glaube, wir können ausschließen, dass Majima chinesisch kann, oder? Aber hat nicht jemand gesagt, dass der Laogai chinesisch ist? Ich meine, das hat irgendwie impliziert anhand seiner Klamotten, aber... Aha! Oh, Rotzi kenne ich auch noch nicht. Ach, scheiße, das bricht immer das Zeug. Man sieht dabei aus wie ein Balletttänzer. Ah, ich glaube, er ist leicht überrascht. Otonashiku matture. Kochi wa mou sugu sume. Son tsugi ga omae ya. Jetzt kommt wahrscheinlich Sera um die Ecke, oder? Er sieht aber auch sehr heldenhaft dabei aus. Und zumindest dramatisch.
Das ist sogar ein Geländer, also die Chance, dass Makoto jetzt runterfällt, ist recht gering, oder? Kiryu Kazuma ka. Naruhodo. Kazuma no kashira ga migonda wake da na. Motto hayaku omae no sonzai ni kizuku beki datta yo. Tada no wakazou ga. Itsu no mani ka ryu ni bakeru ippo temae da. Sonna hanashi wa ii. Poesie? Hätte es mir auch schon gedacht. Wenn sie töten würde, hätte es schon lange gemacht. Sensei. Sonoko zurede hanaretero. Mo yo asunda. Hat ihre Aufgabe erfüllt? What? So richtig fit sieht es ja auch eh nicht aus, oder? お前を殺してからだ。しかし、ピーターしてる。トル風間を後でじっくり料理するやい。今、俺がやらなきゃいけねえのは、お前だ。 風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。レジェンド。お前は。 そんなくだらねえもんのために。俺たちはあれだけ待ってるんだ。俺は火山場。火を引き上げる。そのくだらねえもんのために、命を張らなきゃいけない男もいるんだよ。俺の父親は昔、ある大義士の秘書をやってた。ファミリーの秘書。そのファラーは。政治家になるんじゃねえかって。周囲からも期待されていた。だが。 手柄は全部大義士に持っていかれ。あ、ファザンファダーが部下が亡くなった。その大義士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。お。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。あ、とさっき言ってた、一般的に人類に通じる。頑張ったことが報われない社会でまっとうに生きるなんてバカバカしい。だから俺は。 力がすべての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。もう一回デザイン、アイヌスキルだ。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。やつの人やフィロソフ。だが、極道も政治の世界と同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。 風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東条会最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。あ、やばいっす。風間はベッサーマンの前じゃポリティカー。別にレジェンドですよ。 だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作ってあげのことだ。おめえはそうやって何でも計算づくか。自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。何とでも言え。これは俺なりの努力ってやつさ。 その努力が女を撃つことか。道の知らない小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。そうだ、キウイマイクラッドマン、そうだ、チェックスみたいなアイグルブルーチライブにして、で、ファンアンダーロイド。だが、ガザモも昔は東条界のヒットマンとして何人もやってきた。
Ach, kannst du mal warten, Täter, für Dings? Das ist ja auch so ein Rätsel. Also, wie er es schafft, mit der Stimme bis zu Kiryu zu kommen, ist echt ein Wunder. Vielleicht ist es doch sehr still. Sie beschreibt gerade, dass Kazumas Plan auf jeden Fall nicht moralisch einwandfrei war. Dass er auch mit anderen Leuten ihrem Blut das Schicksal geschrieben hat. Und er möchte jetzt seinen eigenen Titel schreiben. Ach, das ist der Drama Queen, der Typ. Doch, jetzt kommt wieder der Move. Ah! Guck mal, er hat nur einen Drachen ohne alles. Kein Typen, der auf den Drachen drauf sitzt. Das soll mir bestimmt irgendwas sagen, aber ich kann das halt nicht interpretieren. Macht jetzt Kiryu auch den guten Hemd-Move? Bitte der Drache von Dojima werden, das ist ein toller Plan. Es kann nur einen Drachen geben? Der süße Spitzname. Oh, er meinte auch, es kann nur einen Highlander geben, Drachen. Der möchte wirklich kämpfen. Ach, stimmt, der Kiryu hat ja nie sein Tattoo fertig gemacht. Der ist ja noch zu jung. Ist das der gleiche Drache? Keiji Shibuzawa, die haben wir noch gar nicht gekämpft.